Ich zeige euch heute, wie ihr diesen putzigen Zug aus Fondant herstellen könnt. Ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Bevor wir starten, seid doch so lieb, abonniert meinen Kanal, sofern ihr sowieso nicht schon längst Abonnent meines Kanals seid. Und aktiviert am besten noch die kleine Glocke, denn so verpasst ihr nämlich auch kein Video mehr. Als ich diesen putzigen Zug aus Fondant im Internet gesehen habe, war mir klar, bei passender Gelegenheit muss ich ihn unbedingt einmal nachmodellieren. Als dann eine Babyparty für meine Freundin veranstaltet wurde, ganz klar, da war sie die Gelegenheit. Ich habe die Torte gebacken und auf der Torte sitzt dieser Fondantzug in rosa. Natürlich, weil es ein Mädchen wird, beziehungsweise mittlerweile ein Mädchen geworden ist. Denn die Kleine hat kurz vor Weihnachten gesund und munter das Licht der Welt erblickt. Ihr Lieben, ich gratuliere euch an dieser Stelle auch noch einmal ganz, ganz herzlich zur Geburt eurer süßen Tochter. Von den Farben her könnt ihr natürlich ganz variabel sein. Er kann rosa sein, er kann hellblau sein, es können neutrale Farben sein. Arbeitet ihn in den Farben, die ihr benötigt. Auch nicht nur für eine Babyparty, auch für eine Kindergeburtstagsparty oder diverse andere Torten kann dieser Zug natürlich auch problemlos verwendet werden. Für Anfänger ist er auch geeignet, denn er ist gar nicht mal so schwer herzustellen. Traut euch ruhig einmal daran. Ich empfehle euch, ein wenig Zeit mitzubringen und Geduld so. Denn umso ordentlicher ihr die einzelnen Teile ausschneidet, umso ordentlicher ihr hier arbeitet, umso sauberer ihr arbeitet, umso schöner ist natürlich auch nachher das Endergebnis. Und vor allem brauchen die einzelnen Teile auch einige Zeit zum Trocknen, bevor sie zusammengeklebt werden. Wir benötigen hierfür Fondant, am besten weißen Fondant, denn diesen könnt ihr mit Lebensmittelpastenfarben individuell einfärben. In meinem Fall ist es eine rosafarbene Pastenfarbe. Außerdem empfehle ich euch, Modellierfondant zu verwenden. Modellierfondant ist ganz einfach herzustellen. Dazu nehmt ihr euren Fondant, verknetet ihn entweder mit CMC-Pulver oder im Verhältnis 1:1 mit Blütenpaste. Beides, also CMC-Pulver und Blütenpaste, ist ein Bindemittel und bezweckt, dass der Fondant schneller und stabiler aushärtet. Außerdem empfehle ich euch, noch eine etwas festere Fondant-Sorte zu verwenden. Die Sorte, die ich für solche Figuren gerne verwende, verlinke ich euch hier unter dem Video in der Infobox. Geht auch purer Fondant, werde ich immer wieder ganz oft gefragt. Natürlich könnt ihr auch puren Fondant verwenden. Meine Empfehlung ist aber definitiv der Modellierfondant, denn purer Fondant braucht sehr, sehr lange, bis er trocknet. Und da kann es natürlich sein, dass in der Zwischenzeit sich eure Figur so nach unten ein wenig auswölbt durch die Schwere, indem es einfach unten zusammensackt. Deswegen meine Empfehlung ist definitiv hierfür Modellierfondant zu verwenden. CMC-Pulver und auch Blütenpaste findet ihr natürlich auch verlinkt in der Infobox. Nun habe ich aber lang genug erzählt. Wir starten jetzt endlich los. Mein Fondant habe ich vorbereitet. Ich habe ihn in meinem Fall mit Blütenpaste verknetet und habe ihn auch schon rosa eingefärbt. Den Modellierfondant habe ich schon fertig eingefärbt. Ein etwas größerer Teil hellrosa, ein kleinerer Teil dunkelrosa. Wir starten los mit dem Unterteil. Für das untere Teil nehme ich mir ein Stück von dem hellrosafarbenen Modellierfondant. Dieses rolle ich auf eine Dicke von 1 cm mit Hilfe meiner Ausrollstäbe aus. Und damit ich auch auf 1 cm Höhe komme, lege ich einfach alle drei aufeinander. Hieraus schneide ich nun ein Rechteck mit einem Maß, in meinem Fall, von 2,5 x 5,5 cm.
Die Seiten arbeite ich noch ein klein wenig nach, damit sie schön ordentlich und sauber ausgeschnitten aussehen, und gebe das Rechteck zum Trocknen auf die Seite. Für die kleinen Waggons verfahre ich beim Ausrollen ganz genauso, rolle den Fondant genauso dick aus, schneide die Rechtecke allerdings ein wenig kleiner mit einem Maß von 2,5 x 4 cm und gebe auch diese zum Trocknen auf die Seite. Als nächstes folgen die Räder. Dazu habe ich den dunkelrosafarbenen Modellierfondant genommen, rolle ihn auf eine Stärke von 0,5 cm aus und habe mir einfach kleine runde Ausstecher gesucht und steche 2 größere Räder sowie 12 kleinere Räder aus. Für die kleineren Räder passte hier in meinem Fall super eine große Lochtülle. Den Radmittelpunkt präge ich einfach mit einer kleinen Lochtülle. Als nächstes modelliere ich die Frontschürze. Nennt man das so bei der Eisenbahn? Ich weiß es gar nicht. Helft mir doch mal nach und schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich schneide für diese Frontschürze ein Trapez und achte dabei, dass die kürzere Seite ein Maß von 2,5 cm hat, nämlich genauso breit wie auch der Zug ist. Als nächstes folgt der Dampfkessel. Hierzu rolle ich den hellrosafarbenen Modellierfondant zu einer dicken Wurst. Erst mit meinen Händen, verwende aber auch noch meinen Fondantkletter. Schneide ein etwa 3 cm Stück heraus und arbeite dieses Stück so lange nach, bis es eine schöne, gleichmäßige Form hat. Als nächstes folgt das Führerhäuschen. Hierzu nehme ich einfach ein Stück Modellierfondant und drücke ihn mit 2 Fondantklettern so lange zurecht, bis es rechteckig ist. Schneide anschließend die Seiten ab, damit sie einfach ein wenig scharfkantiger sind. Und mein Führerhäuschen zum Schluss ein Maß von etwa 2,5 x 3 cm hat. Mit meinen Fingern arbeite ich auch nochmal die Kanten schön scharfkantig, so lange, bis es mir gefällt, bis es vor allem auch auf das Unterteil passt, und gebe auch dieses zum Trocknen auf die Seite. Das Dach des Führerhäuschens schneide ich auf ein Maß von 2,5 x 5 cm. Gebe dieses anschließend auf einen runden Ausstecher, der passte jetzt super bei mir, damit es gewölbt trocknet, und gebe auch dieses auf die Seite. Die kleinen Fenster, dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Hier schneide ich einfach 2 kleine Rechtecke aus. Für den Schornstein rolle ich einfach einen kleinen Kegel, den ich an der Unterseite etwas dünner forme und oben erstmal flach drücke und mit Hilfe des Modelliertools das Loch hineinpräge. Damit die Lokomotive nicht platt auf dem Boden steht, sondern ein wenig erhöht steht, schneide ich in Anführungsstrichen noch 3 kleine Podeste. Wenn nun alle Teile gut angetrocknet sind, lasst sie auf jeden Fall mehrere Stunden
am besten sogar auch über Nacht auf der Seite liegen, denn so sind die einzelnen Teile schon mal richtig gut angetrocknet und ihr könnt sie problemlos zusammenkleben. Mit etwas essbarem Zuckerkleber werden nun die Teile zusammengefügt. Essbarer Zuckerkleber, den könnt ihr entweder fertig kaufen oder ihr könnt ihn auch selber herstellen und ein Rezept für den essbaren Zuckerkleber findet ihr auch in der Infobox.